Willkommen zurück hier bei Halo Reach, immer noch mit Benny und Magus. Jo. Das wird allerdings die vorerst letzte Folge sein, der Benny dabei ist. Also. Ja. War ja auch eine Überraschung. Genau. Einfach mal spontan zwischen. Machen wir was anderes. Ja. Zurück. Weiter geht's. Erzähl, wo wir stehen geblieben sind vielleicht noch. Ja. Kommt erstmal eine Zwischensequenz. Stimmt. Da ist eine Zwischensequenz, sieht wieder geil aus. Ja. War definitiv eines der hübscheren Xbox-Spiele. Wow. Beautiful, ein Covenant Vessel? Einfach so lecker. Nice work, by the way. I aim to please. 5, 6. Get down to the science wing. Dr. Halsey wants a debrief and command thing. We're all hers. Repeat. Sounded like you said Halsey. I did. Copy that, on our way. Don't need command to tell me. Been all hers half my life. Also er ist das Bürgstück von der Haley sein ganzes Leben lang. Ja. I requested your assistance, Commander, and do not need a report on events that occur on my own doorstep. What I do require is a detailed account of your previous engagement. George, it's been too long. Mom. What have you done with my armor? Just some additions I've made. Indeed. Visigrad Relay. Its data center was home to one of my xeno-archaeologists, Professor Laszlo Sorvad. Perhaps you could shed some light on his death. If he was a civilian male in his mid-60s, he died with a Covenant energy sword through his abdomen. Elites, then? They engaged us as well. It was just after we found your scientist's daughter, Mom. She was hiding in the... Irrelevant. The elites. Tell me more about them. 3. Zealot class. Hmm? 1 got by us. The leader, from the looks of him. Zealots. You're certain? Their armor configuration matched. Shield strength, too. I gave the order not to pursue. Our primary objective was to get the station's relay back online. Your primary objective? Commander, are you a puppet or a Spartan? Ma'am? There are those at Oni, myself included, who believe the Covenant dispatch elite advanced teams to hunt down artifacts of value to their religion. Survivor accounts suggests such teams are small, nimble, and almost always zealot class. No doubt they came to the station for the abundance of Oni excavation data stored there, and you let them get away. Data retrieval was not a command directive. Okay, even had we known, we had other more urgent matters to attend to. Warning the planet. Professor Sorvad's final entry in his field notes made reference to a latchkey discovery. Latchkey. Not a word he would use lightly. So let's hope that the data module your lieutenant commander stole contains it. Cat? Before you ask, I was alerted at the moment you attempted to access its contents, as I am with any unauthorized tap. That data is classified Tier 1. I could send you to the brig for interfering with my work. Maybe you'd like to join her. I'm sorry? We're currently under emergency planetary directive. Winter contingency? I'm sure you're familiar with the punishment for civilian interference with the Spartan deployment. Are you threatening me, Commander? Just making a reading suggestion, ma'am. Let's move, noble team. Das sind alles sehr sympathische Menschen. Mom? Jeder hasst hier den anderen. Oh, George. Ja, wie ihr am Klingeln hört, ist es 18.30 Uhr, wie immer. Wenn ich Let's Plays aufnehme, dann bimmelt die Scheiß-Cache einfach ständig. Tja, bald hast du's ja weg. Ja, bin ich auch froh drüber. Ich habe keinen Ausschlag. Das ist kein Ausschlag? Doch. Nicht wirklich. Nur so ein bisschen. Ja, ist recht schwach. Besser, oder? Oh, ja. Sieht so aus. Das hätte schon Ausschlag. Gut. Ja, vorher haben wir ein Covenant-Ship, Dropship vom Himmel geholt. Ja. Und uns durch ein Hochhaus durchgeballert. Ja. Jetzt können wir so einen Rückblick auf die letzte Folge auch geben. Okay, ein Sniper. Das ist George. Das sind auf jeden Fall wir. Also du bist ja wieder jemand anders. Ja, macht nichts. Ich bin immer jemand anders. Du bist immer so ein komischer Soldat.
Aber er hat auch schönen Charakter da zusammengebastelt, oder? Herrlich. Ja. Recon Team Bravo. Eigentlich war es randomized. Position. Starting to get crowded up here, Cat. Then we're closing in. Supports any Covenant structures or devices. Direct action may be necessary. Copy that. When okay. Cat runs an op, direct action is always necessary. Here, you may need these. High velocity, armor piercing. You'll take the hat off an elite at 2,000 yards. And they ain't cheap. Okay, also wir sollten ganz viel in die Gegend ballern, oder? Wenn die immer ganz, ballern, wenn die nicht preiswert sind. Draufhalten. So lange, bis er umfällt, wenn er umfällt, noch weiterschießen. Oh, der toucht uns. Schmuggler. Let's move? Let's move. Good. And truck. Wie er dann wieder die Grafik runterregelt. So. Oh, er rennt hier wie Sau. Is yours. Do it quiet. Ach. Ja, du bist total leise. Kriegt ja keiner mit. Das war doch super. Aber bei dem Spiel ist es egal, ob du laut oder leise bist. Macht eventuell die Kämpfe ein bisschen schwerer, aber davon abgesehen ist es vollkommen irrelevant. Naja, du warst jetzt auch so leise, es hat echt keiner mitgekriegt. Ja, guck mal, ist hier noch irgendwer unterwegs? Nö. Das ist vollkommen egal. Wow! Hab dich gepuncht. Ach so. Ich dachte grad. Irgendwer ballert hier gerade. Boah, wir sind am Checkpoint. Passt schon. Okay. Ist hier irgendwas? So, rennst mal wieder vor. Nein. Okay. Ja, wir schießen super. Ich kann nicht snipern, habe ich das... Ja, das habe ich schon mal, glaube ich, in mehreren Let's Plays erwähnt. Ich kann nicht mit Snipern umgehen. Auch einfach nicht. Schon, aber wenn sie sich bewegen, ist ich kann es ja nicht mal mehr in Cod, was nur aus Auto-Aiming besteht. Schweige denn in einem Halo, wo man einigermaßen zielen muss. Ich schieße Kilometer daneben. Da was sollen wir denn jetzt machen? Wegsnipen oder was? Ja, alles wegsnipen. So wenig wie möglich in Nahkampf hier gehen. Die sind ein bisschen uber. This one's mine. Ja. Gut, den habe ich, den kleinen. Da ist noch einer. Zwei. Den habe ich auch. So. Da springt noch einer. Jetpack haben sie. Da geht's noch? Hey, ich ziele besser, wenn ich nicht zoome. Ich habe den Headshot verpasst, ohne gezoomt zu haben. Auch interessant. Oh, da ist noch ein gelber. Okay. Nicht nachgeladen. Fuck it. So, ich muss mit der Waffe noch 50 Gegner insgesamt killen. Das Achievement fehlt mir noch. Alte Achievement-Hure. Aber die Waffe ist ja so dermaßen übermächtig. Das sollte ich ja ohne weiteres hinkriegen. Da muss ich jetzt mal eine Granate reinwerfen. Ich schneide mal noch ein paar weg von mir. Ah, du das. Wieso liegen diese Stämme? So. Ah, ihr kleinen Bastarde. Mein Schild ist irgendwie ständig weg. Ist so super. Aber der vom Gegner jetzt auch. Wow! Der Spieler, der sich in die Luft sprengt. Irgendwas tickt hier. Ja, das war ziemlich nervig. Ich frage es nur, wo? Ja,
Vielleicht da rein ins Gebäude? Nee, geht nicht. Da hoch vielleicht? Ich gehe mal ein bisschen durch die Gegend. Guck mich mal ein bisschen um. Mach mal Sightseeing. Das ist einfach nur ein Umgebungsteil. Hat irgendwas gemacht jetzt. Gabelstapler, ja. Ich war Gabelstapler. Gabelstapler. Das Ticken hat aufgehört. Nöd. Bin da mal weg. Bin da mal weg. Soll eigentlich auch ein sehr gutes Buch sein, oder? Bin da mal weg. Keine Ahnung. Habe Kerkeling. Ich mag ihn nicht so. Ja, ich bin auch kein Fan von ihm, aber... Wie gesagt, das Buch soll eigentlich ganz gut sein, okay. Habe ich gehört. Hey, wo bist du? Ich laufe jetzt einfach mal weiter. Du bist Einstein. Was soll denn das bringen? Ich krieg jetzt nicht weiter. Warum? Ich hab einen Gabelstapler. Da geht's nicht weiter. Lass mich! Ach, du bist das, was die ganze Zeit piepst. Unsensibel. Unsensibel, aber meistens ungleich doof. Unsensibel. Ist da hinten lang? Scheint so, hä? Huh? Oder doch nicht? Nee, ich weiß es nicht. Geht's auch nicht weiter, hä? Wo sind wir denn hin? Ich hab mir wieder keine Ahnung, wo wir hin müssen. Top-Voraussetzung. Manchmal könnte man meinen, dass wir hier ein Blind-Let's Play. Dabei ist es das eigentlich gar nicht. Ja, du hast ja schon mal gespielt. Ja. Ich glaube, hier ist alles kaputt. Das sieht nicht so schlecht aus. Night Vision soll ich auch anmachen. Loading dann. Das sieht auch nicht verkehrt aus. Eine Leiche gefunden. Cool. Das sieht nicht verkehrt aus hier. Ich hab Gegner. Die Kunst haben wir hier. Ah, ich sehe welche. Eine Schrotflinte. Sehr cool. Schön. Irgendwas explodiert da hinten gerade wieder? Schön, so ein kleiner Grunt oder so. Hier mitten im Feuer stehen, könnte böse ausgehen, oder? Deswegen laufe ich außen rum. Ja, du bist ein ganz großer Held. Wegen dir werden wir den Krieg gewinnen. Ja. Ich höre irgendwo noch so einen kleinen... Steh so auf. Quengel. Du bist zu langsam, ne? Da drin irgendwo. Aber ich hole mir erstmal das Leben hier. Erstmal Leben. Immer irgendwie weiter weg. Bist du friedlich? Gut. Also, wir warten, also ich bin am Checkpoint. Ich habe auch einen Checkpoint gefunden. Ich glaube, wir müssen hier lang oder so. Ich geh mal gucken. Ich detach mir mal die Plasma-Cannon hier. Soll ich Bild bringen oder? Also, ich glaube, du solltest mir mal hinterherkommen, so lange. Ja, ja. Ich habe die Plasma-Cannon. Was grunzt denn hier als? Da vorne ist ein Gegner. Okay, ich habe eine dicke Plasma-Can. Ich komme jetzt hier richtig auf unter den Gegnern. Oh, da vorne ist was echt Gutes. Da, Leute, falls ihr es nicht seht, irgendwie sowas wie ein Mammutsteinmonster, oder? Ja, sieht ganz komisch aus. Irgend sowas. Es ist groß und will sicher umgebracht werden. Das sind sogar zwei von denen. Das sind viele. Der greift von hinten an. Oh oh. Ah, die Kleinen. Alter, geht Ich kümmere drauf. Mich um die Kleinen. Ja, super, du hast ja nur die Plasma-Kanone. Mit dem würde ich auch nicht die Großen kaputt machen. Nein, das wäre völlig Habt ihr den ersten schon? Ja, den zweiten haben wir jetzt auch dank mir. Wo ist der denn, der zweite? Ja, der ist mir hinterhergerannt, Vollhorst. Weil du ja mit deiner kleinen Kanone dich lieber um die Kleinen... Ja, die wollen auch Aufmerksamkeit. Dinge des Lebens grüßt. Ja, ich tue mit meinem großen Teil mich um die kleinen Dinge des Lebens kümmern. Schlechte. Gut da? Hä? Alter, du weißt schon, dass dein PC, an dem ich hänge, gerade in Standby gefahren ist? Oder nein, nein, der ist nicht in Standby gefahren. Der hat einfach nur den Bildschirm ausgemacht. Ah, dann ist gut. Der ist noch da. Okay. Ich hab euch verarscht, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Ihr seid mir fröhlich hinterher gedachselt. Ja, du hast mich zu dir teleportiert. Nee, ich hab gar nichts gemacht. Ich will nicht sowas tun.
aus wie ein Strauß. Wo rennst du denn hin? Wieso denn? Du läufst doch vor. Nein, ich lauf dem einen hinterher. Ich lauf dem auch gerade hinterher. Ich bin gerade bei den Sträußen. Die Moas. Dann töte ich noch ein paar Moas. Ja, das sind Gegner. Kümmere dich um die Moas. Ich kümmere mich um die Gegner. Töte auch ein Moa. Warum gibt es ein Achievement? Die Moas haben es verdient zu sterben. Ach, die gehören zu uns. Hey, hier sieht's cool aus. So eine Lichtstimmung. Herrlich. Bastards, just keep coming. Ja, ja, ich komm grad gleich vorbei. Bin gleich da. Okay. Hier geht gerade richtig Party. Look safe hier. Kannst du mal aufhören, alle Gegner umzubringen? Warum? Wir auch noch ein paar haben. Ich hab doch hier immer die große Waffe. Ich bin dafür viel prädestinierter. Ach so. Die Munition ist all. Da oben springt noch einer rum. Da ist noch einer, der ist tot. Checkpoint da. Irgendwo ist noch einer, der hier als Dahl aufgeweckt durch die Gegend rennt. Ein aufgewecktes Kerlchen. Why are you looking at me? Ja. Weiß ich nicht. Wo müssen wir jetzt hin? You Spartans are good in a fight. Gute Frage. Über die Brücke ist weiter als nach Hause. Über die Brücke ist weiter als nach Hause? Dann folge ich dir mal. So we came back. For this. We have them hidden all over. Ja, die unterhalten sich da vorne eigentlich gerade. Ordinance. Komm mal wieder zurück. Oh. So, willst du die Sniper? Ich nehme den Raketenwerfer. Ja, dann nehme ich halt die Sniper. Wo ist denn die Sniper? Ja, mein Trapship. Warum geht denn das gerade nicht drauf? Was soll denn das? Dafür ist das Raketenwerferteil eigentlich da. Ich habe eine andere Waffe. Jetzt nehme ich halt wieder Schrotflinte. Ich bin gleich da. Jetzt, wo ich fertig bin, kommst du. Achso, hast du da alles ohne mich erledigt? Gut, dann folge ich jetzt dem Phantom. Nur an erster Stelle sofort die Gegner abknallen. Aber ganz schön weit weg, ey. Kuckuck. Ah, schöner Multikill. Apropos Multikill, irgendwann müssen wir es auch mal hinkriegen, dass wir mal Juti 2004 im Multiplayer mal zu viert zocken. Ja. Ich hab mal voll Bock drauf. Dass wir da mal so ein. Unter dieser Let's Party-Reihe, die wir ja heute auch gestartet haben. Da mal UT eine Runde zocken oder so. Ja, können wir machen. Ich denke mal, das dürfte auf jedem Rechner von uns laufen. Nicht nur auf meinem, oder? Ja, UT sollte laufen. Dann machen wir da mal eine schöne Multiplayer-Session zu. Haben wir ja beide bis zur Vergasung gespielt. Ja, UT war lustig. Gott, geht hier gerade Party. Aber ich weiß wieder, warum ich die Schrotflinte in Halo immer so mag. Gut. Sieht eigentlich frei aus, oder? Ja, ich glaube auch. Moa! Ich hab Moas gefunden! Ich hab Hunger. Ich treffe nicht mehr unbewegte Moas. Da, Moas weg. Okay, ich würde mal sagen, beim nächsten Checkpoint machen wir dann wieder genau. Aufnahme, Pause. Und ab dann nehme ich wieder alleine auf. Wahrscheinlich, ja. Gut, rennt der jetzt lang? Ken? Gut, Checkpoint. Checkpoint, wunderbar. Vielen Dank. Ja,
Endgame? Wahrscheinlich, oder? Ja. Gut, Nightfall heißt die Mission. Gucken wir mal, ob ich dann wieder da zurück darf oder nicht. Schaust du mal, ansonsten machst du es nochmal. Genau, ansonsten seht ihr halt die Stelle nochmal. Genau. Aber es gab mal Benny dabei. Genau. Und damit dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.